Hallo meine Lieben, willkommen zu dem heutigen Video, zu einer Review, zu einem Spiel, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Mega Man 11, denn wie ihr seht, ich bin ein großer Mega Man Fan, auch wenn das auf meinem Kanal nicht immer so ganz klar wurde, aber das werde ich demnächst nachholen. Und ich habe mich natürlich mega gefreut, als dann Mega Man 11 angekündigt wurde. Ich habe mir natürlich gleich die Limited Edition gegönnt hier mit Amiibo und Buch und allem und habe natürlich jetzt dieses Spiel hier gespielt. Was ich davon halte, nach dem Intro. Also ich war ja tatsächlich einigermaßen skeptisch, als ich dieses Spiel gesehen habe. Aber ich glaube mittlerweile echt nicht mehr so daran, dass es so das Mega Man Spiel für mich wird. Gerade nach Mega Man 9, was ich ja so gefeiert habe. Aber wie gesagt, bleiben wir erstmal ganz geschmeidig. Ich war da so ein bisschen gebrandmarkt wegen Mighty No. 9. Weil ich halt so gesehen habe und auch gerade davor ja auch mit Yooka-Laylee und so, dass es nicht unbedingt was heißt, dass wenn die alten Entwickler die alten Geister dran setzen, dass das Spiel auch automatisch gut wird. Aber ich habe dann trotzdem gesagt, nein, komm, das ist Mega Man, das wird schon richtig gut. Und als ich das Spiel dann das erste Mal in der Demo gespielt habe, habt ihr ja gesehen, da war ich dann doch ein bisschen, nicht unbedingt wegen des Spiels, sondern wegen der Musik. Mega Man war für mich immer ein richtig geiler Soundtrack. Mega Man 2 ist für mich immer noch einer der besten Soundtracks der Videospielgeschichte. Aber auch der Soundtrack von Teil 3 oder von 9, die liebe ich halt so richtig, richtig doll. Und auch die anderen Spiele haben immer wieder tolle Tracks dabei. Die von Mega Man X sind auch so ein geiler Soundtrack. Und sowohl von 1 als auch von 2 und 3. Und deshalb war ich halt enorm enttäuscht, weil mir das Main-Theme, die Musik im Menü und dann in dem ersten Level aus der Demo überhaupt nicht gefallen haben. Aber ich habe gedacht, okay, das Spiel an sich ist ja gut. So, also habe ich dem Spiel normal eine Chance gegeben, habe es gespielt und ich muss sagen, jo, dieses Spiel ist verdammt gut. Aber die Musik ist leider, gut, Musik ist immer subjektiv, aber mir hat die Musik überhaupt nicht gefallen. Und das ist halt so extrem schade, weil dadurch einfach so ein gewisser Hype-Moment einfach für mich total gefehlt hat in dem Spiel. Denn alles andere ist einfach nur geil. Also, was mir tatsächlich auch sehr gefallen hat in Mega Man 11, das ist die Story. Denn ja, klar, man spielt nicht die Story, ne, Mega Man 11. Man spielt das Spiel nicht für die Story, aber man sieht am Anfang tatsächlich so ein bisschen Hintergrundgeschichte zwischen Wily und Dr. Light. Und das hat man schon mal so ein bisschen gesehen. Ich fand das trotzdem gut inszeniert und gut gesprochen. Und auch die Szenen, die sich so innerhalb des Spiels dann darstellen. Ich will nichts spoilern, auch wenn man das hier Spoiler nennen kann. Aber mir hat das gut gefallen. Ich fand, es war ein schönes Drumherum. Das habe ich schon schlecht erlebt bei Mega Man Spielen. Darum geht es halt nicht wirklich. Trotzdem fand ich es gut. Und dann hast du natürlich erstmal so die nächsten Level. Optik ist so ein bisschen Geschmackssache. Auch wenn ich die Optik am Anfang nicht so pralle fand, muss ich dann tatsächlich sagen, hat mich das Spiel dann später abgeholt. Das lag auch vor allem daran, dass die Level unglaublich gut designt waren. Ich fand tatsächlich, dass die Level sehr, sehr viel Individualität hatten. Und aber auch innerhalb dieser gewissen Flares unglaublich gut designt waren. Ich habe ständig in den Hintergrund geguckt und gedacht, Mann, das sieht verdammt gut aus. Und das hat mir dann irgendwann später richtig gut gefallen. Vor allem, als ich dann auf dem Fernseher gespielt habe. Zum Glück bin ich später auf den großen Fernseher gewechselt, denn da hat mir das viel besser gefallen als im Handheld-Mode. Ich kann euch aber nicht genau sagen, warum. Wahrscheinlich ist das Ganze dann erst so richtig übergeschwappt. Aber im Handheld-Mode fand ich das Spiel verdammt schön. Das ist also schon mal gut. Aber das Wichtigste an dem Spiel, das ist ja das Gameplay und das Leveldesign. Steuerung perfekt, 1A. Mega Man steuert sich genau und perfekt. Die Sprünge saßen immer. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich sterbe, weil das Spiel oder die Steuerung schuld ist. Auch sind die Bosse so unglaublich geil und fair. Die Level sind so gut designt. Ich habe, wenn überhaupt, noch nie ein so gut designtes Mega Man Spiel gesehen. Also es gibt viele verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ihr solltet tatsächlich mit dem einfachsten Schwierigkeitsgrad erstmal anfangen. Denn auch das habe ich getan. Und auch das war nicht so einfach. Gut, man kann nicht wirklich sterben, aber trotzdem gibt es immer wieder Stellen, an denen man wiederholen muss. Man wird bei ein paar Bossen sterben, in ein paar Welten immer mal wieder sterben. Und ja, das ist ja natürlich auch gut so. Und dann habe ich das Spiel auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Der war schon deutlich schwieriger und habe es dann noch einmal auf Experte durch. Und das Allerkrasseste werde ich dann nicht unbedingt noch spielen. Also ich habe es noch nicht ganz durch auf Experte. Sondern einmal auf Easy, einmal auf Normal und bin jetzt gerade bei Experte dran. Und jedes Mal macht es irgendwie mehr Spaß. Denn es gibt so unglaublich viel, was man hier irgendwie auswählen kann. Ohne diese ganzen Gadgets wäre dieses Mega Man Spiel eines der allerschwersten Mega Man Teile, die ich hier gespielt habe. Aber dadurch, dass du halt diesen Power Gear und diesen Speed Gear hast, der hier in diesem Spiel neu mit reingekommen ist, hast du halt viele Möglichkeiten, ich sag mal, schwierige Spitzen und schwierige Stellen ein bisschen zu überwinden. Und gerade bei den Bossen kann das halt extrem viel ausmachen.
Die Bosse haben ein extrem faires, extrem geiles Moveset. Einige Bosse sind deutlich schwerer als andere. Aber mein Einstieg war zum Beispiel Torchman, der ein so geniales Moveset hat. Das hat sich richtig angefühlt, als wenn man einen total geilen Boss bekämpft, bei dem man erst total stirbt. Dann sieht man seine Angriffe, dann lernt man sein Angriffsmuster, weicht dementsprechend aus, wird immer besser und hat den Boss irgendwann tot. Und so ging mir das eigentlich bei allen Bossen. Klar, es gibt wieder so eine Easy-Route, bei der man dann halt die Stärken des jeweiligen Bosses davor für den nächsten Boss benutzen kann. Und das findet man tatsächlich auch ein bisschen raus, weil das Spiel einem einen gewissen Tipp gibt im Spiel, wenn man aufpasst. Und das macht es ein bisschen einfacher, aber man kann sich halt auch viele Power-Ups kaufen, indem man Schrauben findet. Man kann sich kaufen, dass man, wenn man abstürzt, wieder nach oben getragen wird. Das sind Dinge, die zum Beispiel im Easy-Mode automatisch dabei sind. Man kann später für teuer Geld kaufen, dass die Spikes einen nicht mehr sofort töten. Auch das ist im Easy-Mode sofort dabei. Man kann sich Energy-Tanks und sowas kaufen und sollte damit tatsächlich auf den höheren Schwierigkeiten auch einigermaßen hantieren, damit das Spiel einfacher wird. Und die Bosse sind so geil, ich liebe diese Bosse. Und das sich richtig angefühlt hat wie Bosskämpfe, wie richtig faire Bosskämpfe. Teilweise gab es Mega Man-Spiele, da waren die Bosse ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu schwer. Aber hier passt einfach die Mitte geil. Die haben halt auch dieses Power-Gear und boosten dann einen richtigen Angriff raus. Und da musst du dann total erstmal überleben und kannst dann später wieder zum Angriff übergehen. Und teilweise hast du echt so lange gegen die Bosse gekämpft, immer wieder ausgewichen, nur um ab und zu diesen einen Treffer zu setzen und so die Bosse runterzuzergen. Das war so geil. Aber auch die Level, das ist halt so perfekt wie der Mega Man. Mega Man war immer die perfekte Lernkurve. Du bekommst einen Raum, du bekommst einen Gegner, dann bekommst du irgendwie ein Hindernis und du siehst halt, was du machen musst, bekommst das beigebracht und dann wird das abgefragt. Und dann musst du das irgendwann perfektionieren. Und die Wily Stages am Ende, da musst du alles irgendwie so ein bisschen zusammenbringen und perfektionieren. Und das war so geil, das hat so einen Spaß gemacht. Vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Und wenn ich immer wieder gestorben bin und ich so, okay, das ist schwer, dann benutze ich jetzt den Speed Gear. Du kannst, wie gesagt, in den Speed Gear Modus gehen und da bist du dann, ich sag mal, in Zeitloop-Modus. Du bewegst dich schneller als das eigentliche Spiel an sich, aber für dich sieht es halt irgendwie langsamer aus. Das heißt, wenn zum Beispiel so ein Regen von oben kommt, ja, der dich irgendwie trifft und du hast Schwierigkeiten, da auszuweichen, dann geh in diesen Zeitloop-Modus und dann ist das Ganze für dich einfacher. Oder wenn du Probleme hast, vor einer riesigen Feuerwand davonzulaufen, die dich töten würde, geh in den Zeitloop-Modus, dann hast du mehr Zeit, davonzulaufen. Hast du einen Boss, bei dem du immer das Problem hast, eine gewisse Phase zu überstehen, dann geh da in den Power-Modus und hau in der Zeit extrem viel Schaden raus. Diese Modi musst du natürlich auch wieder aufladen, indem du normal spielst und Treffer setzt. Es ist so ein geiles Risk-and-Reward-System. In meiner Meinung nach ist Mega Man 11 perfekt designt, sowohl von den Welten her, von der Optik her, als auch von der Schwierigkeit her. Also 1A. Richtig geil gemacht, Capcom. Mega geiles Mega Man-Spiel. Es bleibt tatsächlich für mich der einzige Wermutstropfen, der halt bei mir so richtig dieses krasse Hype-Gefühl ausgelöst hätte, wäre halt die Musik gewesen. Ich hatte so schon richtig, oh ja, also Mega Man, klasse, geiles Gefühl. Gerade die Wily-Szene am Ende und die Kämpfe gegen bekannte Bosse. Mega geil, ich war oft so ein bisschen im Hype-Modus. Und wenn dann noch so ein richtig geiler Soundtrack irgendwie mir um die Ohren geblasen hätte, ich wäre wahrscheinlich so richtig abgegangen. Es war so schon ein tolles Erlebnis. Es hat mir sehr gefreut, Mega Man 11 zu spielen, dieses Revival des alten blauen Bombers. Sehr, sehr schade ist es halt mit der Musik. Das, ich weiß, es ist Geschmackssache, aber dieser komische Techno-Sound, der hat mich irgendwie nicht so wirklich abgeholt. Und ich muss jetzt tatsächlich sagen, mir dudelt gerade keine einzige Melodie von auch nur einem einzigen Lied aus Mega Man 11 im Kopf rum. Ich könnte mir jetzt sofort alle Melodien aus Mega Man 2 in den Kopf rufen. Und nach jedem Spiel, wenn ich halt ein Spiel spiele, habe ich gewisse Musik im Kopf. Und als ich mir dann für diese Review mal den Soundtrack von Mega Man 11 angehört habe, hatte ich nicht einmal diesen Moment, wo ich gedacht habe, ah ja, die Stage, das Lied ist cool. Nee, ich habe jedes Mal gedacht, das Lied ist lame. Ja. Das ist zum Glück Geschmackssache. Ich hoffe, dass euch die Musik ein bisschen mehr abholen konnte. Und falls ihr noch Zweifel hattet, ob Mega Man 9 Mighty No. 9 wird, nee, dieses Spiel ist gut designt. Es hat ein gutes Gameplay, ein gutes Kampfsystem, eine perfekt designte Schwierigkeit, die ihr euch ja jeweils auch aussuchen könnt. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden nutzt diese ganzen Items, nutzt das Power Gear und das Speed Gear. Versucht damit halt wirklich zu hantieren und überlegt euch, wann braucht ihr welches Gear, wann braucht ihr welchen Spezialangriff der Bosse, die auch einen starken Unterschied machen können. Viele der Gegner, viele der kleinen Hindernisse und viele der Mittelgegner haben halt immer Schwächen und gewisse Taktiken mit den Bosswaffen, die dir das Ganze viel, viel einfacher machen. Ja, wenn die Musik nicht gewesen wäre, dann hätte Mega Man 11 für mich eines der besten Mega Man-Spiele ever werden können. Spielerisch, vom Design her ist es das, aber so vom persönlichen Gefühl, vom Hype her, hat es das einfach nicht so ganz geschafft. Deshalb bleibt Mega Man 11 für mich
eins der besseren Mega Man-Spiele, aber es wird wohl nicht eins meiner liebsten Mega Man-Spiele werden, weil es dann einfach, wie gesagt, dieser Musikpower so ein bisschen fehlt. Sehr, sehr schade. Vielleicht das nächste Mal mehr und seit diesem Spiel freue ich mich wieder richtig doll auf Bloodstained und auf weitere Spiele dieser Art und auf ein neues Mega Man natürlich. Also meine Lieben, ich hoffe, diese Review hat euch gefallen. Wenn ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Ihr habt noch andere Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, wenn ihr Bock habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Abonnieren, Glocke, tschüss, bis zum nächsten Mal. Your face,